Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 101. So, wir waren dabei, die Tore zu öffnen. Zu schließen. Und wie gesagt, ein Geheimnis wird gelüftet. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon gesehen habt, bestimmt auf YouTube, weil es gibt einige YouTuber, die sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigen, und zwar Pokémon Go. Ich habe mich auch dort angemeldet, beziehungsweise ich spiele es auch. Und ich muss sagen, es macht ziemlich viel Spaß. Ich hatte mir nämlich überlegt, ich verlinke einfach auch mal den Download-Link, wo ich das her habe. Weil das ist richtig gut. Ihr braucht dazu allerdings, müsst ihr halt immer GPS anhaben und ihr braucht mobiles Internet für draußen. Und es frisst richtig gut Akku, musste ich feststellen. Wenn man spielt, ausgiebig und draußen rumläuft, läuft nach circa anderthalb Stunden war mein Handy komplett leer. Und ich habe das S6 von Galaxy. Hätte ich nicht gedacht. Dadurch, dass das ja immer dann an sein muss. Frisst ganz schön Akku. Ich dachte, oh. Ich überlege mir auch eine Powerbank zu kaufen. Ist wahrscheinlich so, weil man muss recht viel draußen rumlaufen. Weil dann gibt es überall Arenen und ja, Pokémons halt. Oder Pokémon halt, ja. Und gar nicht mal so verkehrt. Dann so, man kriegt dann für alles Mögliche auch so Art Achievements. Für den längsten Weg, beziehungsweise Läufe oder so heißt es, für 10 Kilometer habe ich letztens bekommen. Dann findet man Eier, also Stationen. Und die kann man dann mit so einem Brutgerät ausbrüten. Das braucht aber dann halt. Oh, mein Pet ist tot. Das braucht dann. Und wir können das Ding in die Luft jagen. Schön. Muss sich dafür bewegen. Entweder, ich glaube, 2 Kilometer ist eins. Eins ist 5 Kilometer. Und nach einer gewissen Zeit. Und dann schlüpfen die halt. Und dann könnte alles mögliche an Pokémon drin sein. Und ich hatte mich letztens mit einem Freund unterhalten darüber, weil der hatte mir damals davon erzählt. Der meinte, das ist bestimmt so der Versuch, die Leute oder beziehungsweise die Kinder aus dem Haus zu locken, um mal wieder an die frische Luft zu kommen. Darauf wollte ich eigentlich jetzt hinaus, in den übermäßigen Erzählen, was ich hier tue. Aber gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Probiert es aus. Wie geht's? Ja. So. Das ist nicht die Hose, genau. Die Hose ist nämlich cool. Man sieht sie. Zack. Was kann ich für euch tun? Ich weiß nicht, ob die Eure funktioniert. Reisen sicher sein. Ich bin ganz Ohr. Liegt bla bla nördlich, gibt nichts anderes dem Mund. Freund. Ah, okay. Da ist die Bombe. So. Das hatte ich auch letztens versucht, die Quest mit dem anderen Charakter, da funktionierte die irgendwie nicht. Sehr gut. Und auf der anderen Seite ist nochmal so ein Ding. Schwupp. Jawohl. Sehr schön.
Was ich auch schon letztens überlegt hatte, war der Film von World of Warcraft. Ich glaube, der ist ja die Öffnung des dunklen Portals. Vielleicht haben sie den jetzt erst rausgebracht wegen Legion, weil da ist ja auch wieder... Nee, Quatsch. Oder doch? Nee, hätten sie hier mit Draenor besser rausgebracht, weil da ist ja wieder der Schamwelt und so. Ist quasi die gleiche Hose. Auch nicht schlecht. Das ist Strunks. 3 Gold 60. Nehmen wir die. Und Level up. Das können wir, glaube ich, mit dem quatschen. Der bringt uns genau zu dem Trümmerposten. Und wir können endlich zielten Schuss skillen. Da. Ich glaube, der wird uns ein bisschen verbringen, weil wir müssen den wahrscheinlich hochbringen. Der hat Rang 8. Ja, hat Rang 8. Ich glaube, dass der jetzt Rang 1 ist und da wir den vorher nicht skillen konnten, dauert das ein bisschen. So. Hier lustigerweise fand ich auch mal ein, zwei Quests ganz toll. Schön euch zu sehen. So. Hallo? Den Tiefen. Den Hut, das ist im Prinzip auch das gleiche. Sehr spannend und der sieht auch toll aus. Strunks. Aber nehmen wir trotzdem an. Weil das ist auch so eine Quest zu mitnehmen. Hier. So. Oh, was haben wir denn da? Was zu kaufen? Sehr schön. Und ich will mal gucken, ich glaube, so viel Pfeile. Ja, können wir 1200 Pfeile. Können wir direkt ein paar nachkaufen. Das kann weg. Weg. Ich weiß gar nicht, wovon das ist. Und das kann man nicht verkaufen. Genau wie das hier. Ich weiß nicht, von einer alten Quest, die ich abgebrochen habe oder so. Ich habe keinen Plan. Kann man direkt auch trinken kaufen und was zu essen. So. Und Pfeile. Schon mal was gucken. Okay. Passt. Dann können wir die anquatschen und dann können wir losfliegen. So, gucken, können wir schon was herstellen. Material vorhanden. Ja, wir könnten hier wieder einen Knoten hauen. Dann haben wir zwei. Naja, gut. Wir machen uns. So. Das ist auch so eine Quest. Zum mal so machen. Ich glaube, das kann man sogar als Daily machen. Das ist nämlich gar nicht so verkehrt für Ruf, nämlich. Upsala. Okay, sehr gut. Manchmal habe ich es geschafft, in einem Zug alles zu machen. Manchmal musste ich zweimal fliegen. Weiß nicht, wie es bei euch war. Oder ist. Je nachdem, wo ihr spielt, was ihr spielt.
Moment, ich glaube, wenn der nicht nochmal umdreht, muss ich nochmal fliegen. Ja, wir müssen nochmal fliegen, weil wir müssen noch die Vorarbeiter, zwei Stücke. Irgendwas blieb immer übrig. Ich glaube, ich habe es ganz selten wirklich in einem Zug geschafft. Und ich habe es recht oft gemacht, dadurch, dass ich halt viele Charakter nachher auf Level 80 bzw. 90 und dann 100 hatte. Und als ich die halt Level 80 gebracht hatte, musste ich hier ja hin. Von daher blieb mir da nichts anderes übrig. So, noch ein. Das war nix. Der hat widerstanden, der Arsch. Jawohl. Naja, gut, er fliegt seine Runde zu Ende, aber was soll das? Damals waren die Zahlen super cool im Recount. Mittlerweile ist das fast normale DPS. Auf Level 100 oder so. Oder damals mit Level 90 war das ja noch extremer. Dann konnte man ja fast, je nachdem, wie gut man equipped war, über 1 Million DPS machen. Aber die Bosse hatten ja gefühlt 100 Millionen oder so. Und dann haben sie ja genervt. Leben und so. Da gedacht haben, oh nein, aber war eigentlich okay. Mittlerweile ist es fast wieder so. Ich bin ganz Ohr. So. Der Hut ist quasi der gleiche. 2 Gold, 3 Gold, 3 Gold, 77. Nehmen wir das mit. Der schickt uns wieder zurück. Und hier hat noch eine Quest. Ob das nochmal die gleiche ist? Ich meine ja, aber. Schön euch zu sehen. Sind sich in Tiefen. Ja, genau. Wir müssen zum Ehrenposten? Nee. Was kann ich für euch tun? Ehrenfest? Oder müssen wir zu Ehrenposten hin? Geht zur Front. Danke. Ehrenposten, doch ist richtig. Wie geht's? Kann Ehrenposten. Achso, absinthliche Tiefen sind da hinten, wo wir gerade mit dem Bällchen am Werfen waren. Der Ehrenposten ist da. Müssen wir hier ein paar machen und hier, glaube ich, in der Ecke irgendwo. Obwohl ich da nicht so gerne war. Auch wenn zwar nicht viel ist, aber trotzdem irgendwie fand ich es da nie so toll. Aber gut. Seid vorsichtig. Natürlich 10 davon. Kann man direkt mal ausprobieren. Ich glaube, der hat sogar Castzeit hier, unser gezielter Schuss. Sägeklinge. Ja, 2,3 Sekunden. Schön. Ah, okay. Also die Heilung reduziert mit dem Schuss. 50%. Ah, guck. Ist auch jetzt 61? Ja. Und gestern, oder vorgestern glaube ich, ich glaube vorgestern, Freitag, habe ich auch ein bisschen PvP gespielt. Mit einem anderen Charakter. Das ging ganz gut und man hat nicht besonders lange gewartet auf 70.
Von daher würde ich sagen, können wir das auch gut machen, wenn wir 70 sind. Das wird bestimmt auch lustig. Und wenn wir 70 sind, skillen wir wieder um. Beziehungsweise skillen mal dann auf die beste Skillung für Jägers. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nicht geguckt, was das ist. Was sich eigentlich lohnt, weil ich habe noch so eine Umskill-Marke im Briefkasten. Müsste ich mal machen. Ja, schön. Hier bin ich auch ein paar Mal gestorben damals. Dadurch, dass man den Pult halt noch andere Sachen mitpult. Lustigerweise reicht die mich an, obwohl er reingelaufen ist. Tja. Weil er hat nicht damit gerechnet, dass wir uns totstellen können. Er rechnet auch damit. So. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Obwohl der dann 62 und sie 61 ist. Ich glaube, so langsam merkt man, dass man hier angekommen ist mit dem Gear und so. Weil das macht recht viel, viel doch aus. Wir müssen, glaube ich, auch bald wieder hier Battle in den nächsten Rang bekommen. So, mit 1400 kriegen wir nicht so viel gerissen. Weil er hat jetzt fast 5000 Leben. Aber ich weiß noch nicht, wann ich mir vornehme, nach Stumme zu reisen. Weil da kann ich leider nur skillen. Oder halt in den Hauptstädten. In Shadrat gibt es noch keine Lehrer. Mittlerweile gibt es zwar Lehrer dort, aber noch nicht. Von daher wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das nächste Mal wieder Lust habe, Stumme zu reisen. Manchmal, ne? Macht der viel Schaden? Weiß es nicht, 500. Weiß nicht, ob es jetzt da dran lag oder nicht. Aber wie gesagt, ich guck mal, wie es aussieht. Wenn wir dann, oh, wir können ja mal gucken hier. ...500 jeweils, ne? Spricht ja dafür. Den lassen wir. Von daher... Guck! Der hat den, obwohl er den schon angehauen hat. Oh, der ist mich. Die Arschkrampe. Unglaublich, ehrlich. Den. So, ich mache nichts. Na gut, jetzt hat es funktioniert. Vielleicht habe ich dann automatisch drauf geschossen. Nee. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. So.
Schluss machen, töten wir noch die Kanone. Ich glaube, dafür müssen wir zwei für die nächste Quest eigentlich töten. Na gut, bleibt uns ja gerade nichts anderes übrig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Folge 102. Teilt das Video, liked das Video, guckt auf meine Facebook-Seite vorbei. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.